Mein Name ist Michael Steiner und ich bin von der Pädagogischen Hochschule Wien, arbeite dort im Zentrum für Lerntechnologie und Innovation. Und wir haben im KIDS-Projekt regional Schulen begleitet. Und zwar das KIDS-Projekt Klassenzimmer der Zukunft hat eigentlich zum Thema, dass die Schulen Unterrichtsentwicklung der Zukunft visioniert haben. 3 Jahre lang, also und zwar von 2013 bis jetzt 2016. Und in diese Vision von Unterrichtsentwicklung, wie Unterricht sein könnte, dann sich gefragt haben, welche Rolle könnten dabei digitale Medien spielen. Und mir sind diese beiden Pole so wichtig, ja? Einfach einmal zu schauen, was könnte Unterricht der Zukunft sein und dann erst einmal zu fragen, was könnten dabei die digitalen Medien für eine Rolle spielen. Weil man ist oft so schnell versucht zu sagen, ja, wir sind jetzt eine iPad-Schule und damit sind wir eine Superschule. Oder, ja, oder eine Samsung-Schule oder was immer, ja, was es da gibt. Ja. Aber wo ist da die Vision, frage ich mich. Das Ganze kennen wir ja schon seit langem. Ja. Also wir kennen die Notebook-Schulen vielleicht für Kolleginnen, die schon länger in dem Bereich tätig sind. Ja. Das alles sind irgendwelche Moden, die dann auch wieder vergehen und dann kommt das Nächste. Und es muss also tiefer gehen, es muss um Unterrichtsentwicklung gehen. Wir haben österreichweit haben sich daran 80 Schulen beteiligt, an diesem KIDS-Projekt. Und in Wien haben wir 5 AHSen und 5 NMSen und eine sonderpädagogische Lernwerkstatt begleitet von der BH aus und haben sie in ihrem Prozess eben begleitet. Ein Produkt davon, also das ist also wie gesagt dort, wo ich herkomme, das ZLI, Zentrum für Lerntechnologie und Innovation noch einmal. Und Sie sehen dann noch einmal diese Eckdaten zum Klassenzimmer der Zukunft. Ein Element davon war, dass wir mit den Schulen versucht haben, ihren Prozess zu visualisieren und zu dokumentieren. Und daraus ist sind Schaufenster entstanden, KIDS-Schaufenster von den Schulen, die Schulen gestaltet haben. Kolleginnen von mir, die Petra Suschik und so, die sind an die Schulen gegangen, haben mit ihnen das auch erarbeitet und haben ihnen dabei geholfen, das in ein Portfolio einzuarbeiten. Bei uns ist das vor allem gewesen Mahara. Da sehen Sie die KIDS Map, die findet man auch auf Google. Und Sie sehen da die ganzen Schulen, die sich daran beteiligt haben. Und wenn man dann draufklickt auf diese einzelnen, dann kommt man sowohl zu der Schulseite als auch zu den einzelnen Schaufenstern. Sie finden das Ganze unter auf alle Fälle unter kids.wien. Da finden Sie unser regionales KIDS-Projekt und dort finden Sie auch einen Link zu den KIDS-Schaufenstern Österreich. In dem Projekt waren, wie gesagt, uns diese Begleitung wichtig und davon möchte ich Ihnen jetzt gerne ein bisschen zeigen, wie diese KIDS-Schaufenster aufgebaut sind. Zuerst gibt es ein Regionalfenster und dann kommt man zu den einzelnen KIDS-Schaufenstern der Schulen. Und Sie sehen, da gibt es einmal eine Startseite. Was interessant war bei dem Projekt ist, eben, dass wir gesagt haben, wie schaut denn eure Vision von Unterricht, von Schule überhaupt aus? Traut euch einmal zu träumen. Und das ist gar nicht so leicht bei Lehrern. Denn die Lehrer, die sagen meistens eher, naja, wir brauchen ein passendes WLAN, ohne dem braucht man nicht irgendwie träumen. Oder wir brauchen eben iPads, ohne dem braucht man nicht irgendwie träumen. Was soll überhaupt träumen? Wir sehen uns aber in der Begleitung als reflexive Inseln und versuchen, so wie wir es heute auch schon gehört haben, Zeit zu geben. Und das haben wir versucht mit den Schulen. Wir haben sie eingeladen, ihre Traumschule entweder mit Lego zu basteln, da haben wir so Workshops gehabt, und da sind ganz spannende Sachen rausgekommen, oder zu verschriftlichen, indem sie es erzählt haben. Ich möchte kurz auf das Lego nur eingehen, weil ich das, also zunächst habe ich mir gedacht, naja, Kinderei, ja. Aber
es ist sehr spannend, wenn Sie Kolleginnen die Möglichkeit geben, einmal Ihre Traumschule damit zu basteln. Ich habe mit einem zweiten meine Traumschule so angelegt, dass wir Zonen geschaffen haben, Lernzonen. Ja? Da hat es also Natur gegeben und dann Kommunikationsraum und alles Mögliche. Und dann war für mich so ein Aha-Erlebnis, wie ich auf einmal gesehen habe, dass andere das total symbolisch angegangen sind. Da ist dann irgend so ein Gefährt mit irgendwelchen Sensoren und alles Mögliche gekommen. Und das Spannende ist dann eben, wenn die Leute anfangen zu erzählen von ihren Visionen. Und unsere These, und das finde ich, hat sich auch bewahrheitet, ist ja, dass vieles von dem, was implizites Wissen vor ihnen ist, was sie eigentlich ersehnen, sie auch schon versuchen im Unterricht umzusetzen. Ja, das haben wir, wie gesagt, versucht da festzuhalten. Die Schule stellt sich vor, sie zeigt ihre Visionen, da haben wir die Ziele und Visionen. Wir haben dann versucht, im reflektierten Prozess die Visionen noch einmal zusammenzufassen, die Texte zusammenzufassen und eine Wordcloud gemacht. Und dann haben wir es den Schulen gezeigt. Erstens haben wir der Schule selber, ob sie sich da wiederfindet oder Vertretern davon, meistens waren das Klassenteams, und auch untereinander auszutauschen, was gibt es da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Eine weitere Seite von diesen Kitschau-Fenstern betrifft die Klassen, die sich vorgestellt haben. Und wenn ich von Klassen rede, rede ich erstens einmal auch von den Zielgruppen, von den Schülern, vom Kontext der Schule und ich spreche auch vom Raum. Und zwar Raum und Lernzonen wieder als dritter Pädagoge. Wie gestalten das Schulen? Es war sehr spannend zu sehen, wie das in einem Essen passiert, wie das in AHSen passiert und der Austausch zwischen denen, der ist, finde ich, sehr, sehr interessant gewesen. Eine Zeitdimension alleine, nicht? Ich komme aus dem AHS-Bereich, ja? Ich denke wie ein AHS-Lehrer und ich weiß, dass ich eine Klasse nur dreimal die Woche sehe. In NMS-Bereich ist das ganz anders. Ja? Dafür haben NMS-Schulen vielleicht wieder weniger an Ressourcen zur Verfügung, mitunter als AHS. Also dieser Austausch, dieser Reflektierte ist toll gewesen und auch die einzelnen Schulen und Klassen kennenzulernen. Eine weitere Aktivität, also eine weitere Seite beschäftigt sich mit den Aktivitäten. Und da sehen Sie, was die Schulen alles gemacht haben. Sie haben das zum Teil präsentiert, wie Sie da sehen, mit Videos. Sie haben es präsentiert, Ihren Beitrag zum Beispiel beim E-Learning Bazaar. Also das ist bei uns so ein regionales Austauschtreffen, so ähnlich wie die Tagung da, nur eben regionaler gehalten. Und dieser E-Bazaar lebt davon, dass Schüler mit Lehrern ihre E-Learning-Initiativen vorstellen. Es hat also wirklich eher Bazaar-Charakter, aber die große Rolle spielen die Schüler und Schülerinnen dabei. Und dann hat es natürlich Projekte gegeben, Partnerschulprojekte und Partnerschulprojekte waren zum Beispiel, wir haben versucht, die einzelnen Schulen noch einmal zu clustern und gemeinsam in Austausch zu bringen. Und da haben nachher welche zum Beispiel mit ActionBound, sind sie nach Schönbrunn gegangen und haben dort gemeinsam, die Lehrerinnen haben das gemeinsam ausgearbeitet und dann haben die Schülerinnen relativ frei dort agieren können und haben mit ActionBound gearbeitet. Kennen Sie ActionBound? Also ich kann nur empfehlen, das rennt auf jedem Handy. ActionBound ist so ein Geocaching-Tool, das heißt, Sie können Geodaten verbinden mit Quizzes, mit Fragen, mit QR-Codes, allen möglichen. Was auch spannend war in diesem Prozess, ist das Thema Good Practice, dass die Schulen gegenseitig ausgetauscht haben, was ist gelungener Unterricht mit digitalen Medien. Dann haben wir noch eins, Kids for Kids, das war im letzten Jahr jetzt da. Da haben wir gesagt, wir wollen die Schüler natürlich erreichen mit dem Kids-Projekt. Wie sehen eigentlich die Schüler sich als Kids und wie sehen sie die anderen Kids? Und da haben wir geschaut, dass immer zwei Schulen sich besuchen zumindest und einen Lehrausgang machen. Da hat man auch die Ressourcen dann dafür, die Zeitressourcen. Und die Schüler haben Aufträge bekommen, Interviews zu machen, mit Medien zu arbeiten, zu filmen
und deresgleichen zu fotografieren und so einzufangen, was das Besondere der anderen Schule ist und sich darüber auszutauschen. Aus diesem ganzen Prozess haben sich natürlich viele Erfahrungen ergeben und sowohl im Hinblick auf die Visionen, da sieht man da jetzt nicht da oben Visionen, Stolpersteine, die sich ergeben haben und Wendepunkte, die in einer Schule stattgefunden haben. Eine Möglichkeit sehen Sie auch da, Fächer brechen auf, der Raum bricht auf, Zeit bricht auf und Rollen brechen auf. Eine schöne Erfahrung, die ich dazu gemacht habe, ist, ich möchte ein Beispiel geben von einer NMS-Schule, die bei uns im Cluster war. Und zwar, die hat am Anfang, waren die dabei, haben sich gesagt, sie machen beim Kids-Projekt mit. Die Kids-Koordinatorin war eine Junglehrerin, so wie es häufig ist, dass man nochmal sagt, ja, du machst das, du hast nur irgendwelche Ressourcen über. Ja. Und die war zunächst einmal ziemlich überfordert. Ja. Und das war das eine. Außerdem hat sie immer das Gefühl gehabt, an ihrer Schule passiert nicht so viel. Sie haben wirklich keine gute Ausstattung gehabt oder noch weniger Ausstattung gehabt. Und dann waren noch dazu die AHS da und da kommt vielleicht so, also, weiß ich nicht, also Gefühl, die kennen das vielleicht besser in der AHS. Und in dem Prozess ist sie aber immer mehr aufgetaut und die Schule mit ihr. Und wie ich jetzt nach 3 Jahren an der Schule war, das war vorletzte Woche, habe ich ein Gespräch gehabt mit der Schule und habe gesagt, so, Kids ist schon langsam vorbei, wie positioniert ihr euch in E-Education Austria, wie können wir euch unterstützen? Die Schule hat wieder die ganze Initiative selbst in der Hand. Und ich habe gestaunt, da waren auf einmal 7 Lehrerinnen, da hat es eine Art Steuergruppe gegeben, ja? Da hat's, die machen 2 iPad-Klassen auf und in den nächsten Jahren kommt jeweils eine iPad-Klasse dazu. Da ist viel mehr aufgebrochen als nur ein Kids-Projekt, eine Unterrichtsentwicklung. Es ist die Schulentwicklung aufgebrochen. Und es ist wirklich die Frage, hat sich noch einmal stärker gestellt, was ist denn unsere Vision als Schule? Unser Motto. Und das macht Spaß. Also das finde ich, ja. Wie ist der Prozess jetzt mit den Schaufenstern gelaufen? Wir haben in Oktober 2015 das Konzept und die Planungsphase gemacht mit Kids Österreich. Und die Kollegin von mir, die Petra Sucic, hat eben das Konzept entwickelt. Dann hat es einen Testlauf gegeben mit 4 Wiener Kids-Schulen. Und dann im November und Dezember ist das dann ausgerollt worden auf Niederösterreich und Burgenland. Und dann sind weitere Bundesländer dazugekommen. Und die Schaufenster sind erst immer freigeschaltet worden, wenn die Direktion das Okay dazugegeben hat. Also es hat auch da einen wirklichen Reflexionsprozess mit den Lehrern gegeben im Team und mit der Schule. Und wenn ich mir das jetzt da anschaue, zum Beispiel in Richtung E-Education Austria, von dem wir heute so viel gehört haben, dann gibt es jetzt, dann definieren sich die Schulen als Expertschulen oder auch als Memberschulen, die können sammeln, die können Badges sammeln. Und diese Badges, die stehen für verschiedenste Aktivitäten der Schule. Ich glaube allerdings, dass es ergänzend dazu irgendwas auch geben muss, wo man nachher sieht, ja, was steckt denn dahinter, hinter dem Badge? Was ist denn das? Ja? Wenn ich ein Schulentwicklungsbadge bekommen habe, ja, dann was ist da passiert? Und dafür eignen sich dann wiederum, wie gesagt, E-Portfolios und in dem Fall zum Beispiel Schaufenster, wo sie die Schule auch präsentieren kann. Wir haben nicht nur den Reflexionsprozess mit den Schulen gemacht, sondern wir haben dann auch versucht, das, was die Schulen untereinander entwickelt haben, zusammenzufassen und noch einmal zu analysieren. Und das haben wir gemacht zum Beispiel mit diesen Good Practice-Geschichten. Da war es zunächst so, dass jede Schule hat im Cluster ein Good Practice vorgestellt, das sie durchgeführt haben. Und dann haben wir in einer weiteren Phase versucht, dass andere Schulen dieses Good Practice aufgreifen und an ihrer Schule in ihrem Kontext noch einmal durchführen und schauen, was hat sich denn da geändert, wie hat man das adaptieren müssen, was ist daraus geworden. Und auch das ist ein spannender Prozess, denn da geht es in Wirklichkeit um Transfer.
Und Transfer von explizitem Wissen, das wären die Beispiele, aber auch vielmehr um implizites Wissen, um diese Erfahrungen. Und da haben wir etwas, wo man aus dem Kontext, das kommt nicht von irgendwo drüber, sondern es kommt aus dem Kontext einer Schule, wird dekontextualisiert ein bisschen und dann wird es wieder in einen neuen Kontext gesetzt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und ich glaube, dass man das großteils festhalten kann, indem man erzählt. Und solche Erzählprozesse, die wollen auch begleitet werden. Ich werde Ihnen nachher noch zeigen, wie wir das begleitet haben. Wir haben auch versucht, Videos zu sammeln, so als Materialbörse. Wir haben versucht, Links zu sammeln und eine Top-10-Liste zu machen. Sie kennen da sicher etliche Tools, die auch hier gut angekommen sind in den Kids-Klassen. Und wir haben auch versucht, die Erfahrungen zu teilen, zu vergleichen und zu analysieren. Und bei diesen Analysen findet man jetzt da Erstaunliches. Und zwar, das haben wir extern analysieren lassen. Und Sie sehen, dass am Anfang die Ziele für das Kids-Projekt waren zum Teil ganz stark auf digitale Kompetenzen ausgerichtet. Ja, mit 9 Punkten. Und dann mit 6 kommt dann eben Beitrag zur Unterrichtsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit, nachhaltige Verbreitung im Unterricht, Vernetzung und Kollaboration. Wenn man das vergleicht mit einer weiteren Skala, dann sehen Sie hier die Wendepunkte. Da steckt schon eine Erfahrung dahinter. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass da natürlich die technische Ausstattung vielleicht am Anfang noch ist. Das ist ein Problem. Aber an zweiter Stelle haben Sie Vernetzung, und zwar Vernetzung und Kollaboration an der Schule und Vernetzung und Kollaboration schulübergreifend. Da gibt es auf einmal eine ganz andere Qualität als nur die Inhaltsdimension. Und das finde ich äußerst spannend. Wir haben dann auch noch eigene Schaufenster gemacht zu den Begleitprozessen für die Schulen, wie wir sie begleitet haben, welche Tools wir dazu verwendet haben, welche Methoden wir dazu eingesetzt haben. Also wenn Sie das interessiert, finden Sie alles auf einer eigenen Schaufensterseite noch einmal, beziehungsweise einen eigenen Kurs, Mahara-Kurs, der natürlich verlinkt ist. Jetzt möchte ich Ihnen nur einen kurzen Überblick noch geben über die Begleitung der Schulen. Und zwar sind wir drauf gekommen in Kids Wien, dass der Kern die Lehrerteams PLGs sind. Was sind PLGs? PLGs sind professionelle Lerngemeinschaften. Und diese professionellen Lerngemeinschaften, da geht es um Erfahrungsaustausch, da geht es um gemeinsames Entwickeln. Es ist nicht zu verwechseln mit einer Steuergruppe. Steuergruppe hat eine Managementfunktion, braucht auch die Schule. SQA-Vertreterinnen sind dabei, die Direktion ist dabei, andere E-Learning-Koordinator ist da wahrscheinlich dabei, vielleicht ein IT-Kustos oder IT-Manager an den AHS. Aber die PLGs, die sind Klassenteams, die sind Jahrgangsteams und deresgleichen. Und diese PLGs, die sind strukturiert in der Literatur. Und das finde ich sehr spannend. Die Literatur kennt 5 Säulen und wir haben eine dazugegeben fürs Monitoring. Und zwar eine PLG, ein Team, lebt von einer gemeinsamen Vision. Also die gemeinsame Vision fängt nicht da oben an beim Direktor und bei der Schulentwicklung, sondern die Vision gibt es schon im Klassenteam. Das Zweite, es geht um Strukturen, die das Team aufbaut, Kommunikationsstrukturen. Es geht weiters um die Didaktik, die eine lernseitige Didaktik ist, beim Schüler, bei seiner Erfahrungswelt ansetzen sollte. Und es geht viertens, das haben wir dazugegeben, um Ressourcen. Immer wenn ihr E-Learning einsetzt, braucht es auch Ressourcen. Ja. Und dann gibt es noch 2, die für den Prozess wichtig sind. Das eine ist reflexive Praxis, gar nicht so einfach umzusetzen an einer Schule und untereinander. Und das zweite ist Öffnen vom Unterricht. Wobei Öffnen vom Unterricht hat immer so ein Schreckgespenst. Ja. Da denkt ja jeder immer gleich an Hospitation. Ja. Und das predigt man ja schon lange, aber oft wird es nicht gemacht. Na, Öffnen von Unterricht, da geht es einfach auch schon um den Austausch. In
im Team. Und das, was wir als nächstes dann gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, die Teams untereinander, die Schulteams untereinander austauschen zu lassen im Cluster. Und wir nennen das professionelle Cluster-Lerngemeinschaften. Das ist auch spannend, weil hier nämlich, weil es hier natürlich zum Austausch kommt, um gemeinsames Wissen generieren und planen geht. Und beide Prozesse an der Schule und im Cluster haben ganz unterschiedliche Begleitmöglichkeiten. An der Schule haben wir eher begleitet im Sinne einer Komplementärberatung. Also da ist es mehr gegangen darum, dass eine Schulentwicklerin und ein E-Learning-Didaktiker, in dem Fall ich zum Beispiel, an die Schule gegangen ist oder mit ihr gesprochen haben, was wollt ihr, wo wollt ihr hin, wie können wir euch unterstützen, auch mit Fortbildung und alles Möglichen. Im Cluster geht es viel stärker um ein Coaching. Da geht es um Moderieren, da geht es darum, dass man Prozesse am Leben hält, initiiert, immer möglichst partnerschaftlich Vertrauensverhältnis aufbaut. Und ich glaube, das ist uns da in diesem Projekt eigentlich sehr gut gelungen. Ja, was sind also Erfolgsfaktoren, um das noch einmal zusammenzufassen? Ein Team engagierter Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler Verantwortung übertragen in dem Projekt, flexible Strukturen, die Direktion, die dahinter steht, Begleitveranstaltungen, persönliche Kontakte, Erfahrungsaustausch und Vernetzung und sichtbare Zeichen der Wertschätzung. Um das geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte, egal ob Sie professionelle Lerngemeinschaft sind oder ein Team, ob Sie professionelle Cluster-Lerngemeinschaften sind, dass man immer mehr Vertrauen kriegt, dass man dadurch sich auch kennenlernt, dass es ein Gesicht gibt, auch ein Gesicht zur Begleitung der BH, dass man sich aufgehoben fühlt und daraus entsteht dann, finde ich, Kreativität, daraus entstehen Reflexionsprozesse und entsteht Neues. Und ja, hier wäre noch einmal der Link zum Kitschau-Fenster der BH Wien, ACAT. Und das ist meine Kollegin, die Petra Sucic und ich. Ich danke Ihnen, wenn Sie Fragen haben, gerne noch, aber das wäre es von meiner Seite.